Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kona für die Nintendo Switch. Für alle, die das jetzt einschalten bei der zweiten Folge, was natürlich doof wäre, denn die erste war hochinteressant, werde ich euch sagen, worum es geht. Also, wir sind ein Privatdetektiv und heißen Karl und haben einen Auftrag bekommen, indem wir etwas ermitteln sollten, was Vandalismus angeht. Ging alles nach hinten los, denn wir haben unseren Auftraggeber tot gefunden, wahrscheinlich erschossen. Wir haben auf jeden Fall eine Waffe gefunden. Und jetzt haben wir unseren Wagen aufgetankt und versuchen weiterzukommen, um zu sehen, wer hinter diesem Mord steckt. So, los geht's. Aber wohin sollen? Guck mal. Halt, rückwärts! Nicht doch unter den Büsche fahren. So, da haben wir längs. Die Büsche kann man nicht fahren, die sind nämlich knallhart. So, hier sind wir bei. Oh, zurücksetzen hier ein bisschen. Oh, und wieder vorwärts. Okay, also, wo wir genau hin sollen, weiß ich gerade gar nicht. Carl was beginning to know the store and its surroundings like the back of his hand. Okay. The seeker had sought. Da können wir natürlich nicht längs. Das ist der Gemischwarenladen. Wir müssen rechts fahren. Da ist ein Baum gekippt. So. Mal ganz kurz dahin. Über die Brücke sind wir gefahren wir fahren mal hier unten längs. So, warte mal, wir können mal auf unsere Karte ist da. Wo wir genau hin sollen, weiß ich gerade gar nicht. Aber wir wollen auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall gefunden, etwas, was zu tun hatte, was zu tun hatte mit, beziehungsweise ein Schuldner oder auch ein Mitarbeiter, der ihn auch nicht sehr mochte, unseren Auftraggeber. Unser Auftraggeber wird allgemein ein bisschen gehasst hier. Also viele mögen ihn nicht. Er ist der Reichste hier, also ihm gehört fast alles hier in diesem Dörfchen. Also wir gucken mal nach. West Atapique. Okay. Atami Peak. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich bin leider kein Kanadier. So, da finden wir auf jeden Fall irgendwas zum Heilen. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Wollen wir nochmal da runter? Oh, er lädt nach. Das ist wirklich ärgerlich bei dem Spiel. Ein paar Nachladezeiten, also das kann ich gar nicht nachvollziehen, so ein bisschen, muss ich zugeben. Warum man die nicht hätte optimiert irgendwie anders machen können, aber naja. So, also, das Ganze ist jetzt so ein kleines Survival-Game, das heißt, wir gehen nochmal die Treppen hoch, müssen aber natürlich dran denken. Gut, aus. So, wir gehen mal hoch. Wir müssen aber dran denken, dass es kalt ist und wir erfrieren können. Gleichzeitig ist unsere Gehirnaktivität auch ein bisschen schlecht. So, gehen wir zum Dr. Bauers Praxis. Bipons, oder wie hieß. Und Tutte. Schauen wir nochmal nach. Schlüsseln wir mit. Praxisschlüssel, das passt doch. Was ist das hier? Oh ja, Holz nehmen wir auch mal mit. Ah, wir haben K. Okay. Was ist das hier? Teppich. Nichts. Hätte sein, dass da ein Schlüssel liegt. Aber wir können auf jeden Fall rein. Wo steht denn da? There should be a law forbidding doctors from falling sick. Ha, lustig. Okay. Wir können hier rein, denn wir haben einen Schlüssel. Also, wir haben auch eine Taschenlampe. Müssen gucken. Wir können hier mal ein bisschen Feuer machen, aber das brauchen wir jetzt noch nicht, glaube ich. Ganz so kränklich sehen wir nicht aus. Isabel, okay. Oh, Schublade. Ja, müssen wir einsammeln. Wir müssen alles, womit man Feuer machen kann, einsammeln. Wenn einfaches Abschließen nicht ausreicht. Okay. Ah. So viel. Auch nicht so viel. Also okay, wenn wir hier drin sind, machen wir einfach mal ein Feuer, dann wird uns auf jeden Fall warm. So. So, seht ihr, dann steigt oben links unsere Anzeigen. Was natürlich sehr praktisch ist. Warm. Faden anbringen. Achso, wir haben keinen Faden, okay. Das ist untersuchen, das ist ein Faden. For the one-eyed or for other vision problems, the eye patch was the way to go. Okay, gucken wir weiter, was wir finden. Oh, hier sind echt viele, kann man viel untersuchen. Nichts zu finden. Auch nichts. Unter Wasser raus. Wir haben keine Flasche. Auch schon ein paar Sachen finden hier, untersuchen. Carl got the trembles as he imagined the excruciating pain that kind of scalpel could no doubt inflict. Das glaube ich, ist ein bisschen Angst. Within these walls, patients probably felt more like in a slaughterhouse than in a doctor's office. Wollen wir uns mal wiegen? Ein Albtraum.
Okay. Der Doktor interessiert sich offensichtlich für Geschichte. So sieht die Welt ziemlich klein aus. Ja, stimmt. Okay. An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Weinflaschen. Oh, hier ist noch ein kleiner Schrank. Den machen wir auf. Da oben ist auf jeden Fall schon mal ein Kit, was gut ist. Denn wir könnten ja zwischendurch mal wieder hinfallen oder uns irgendwie verletzen. So, hier ist noch nichts drin. A chamber pot. Fortunately for Carl, inspecting it wouldn't further this particular investigation. Das war lustig, diese trockenen Kommentare von ihm. Oh, hier liegt auch noch was rum. Die Geschichte. A communist manifesto. Only a few years ago, this type of allegiance meant prison time. And even at present, the Western world was very wary of the Soviet threat. Why would the doctor own such a book? Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigner, Zunftbürger und Gesell. Kurz Unterdrückter und ja, okay. Wollen wir sich alles durchlesen. Hm? Da, was ist das denn? Ja? Ist er wirklich Arzt? Dr. Beaupré had done his medical studies quite far from here. He was surely one of the first students out of the new campus to settle on the mountainside. Patientenakte. Ich weiß nicht, wie sie hieß. Die Männer haben sie Laura genannt. Sie hatte eine Wunde am Nacken, dabei überall Blut. Die Kugel hatte großen Schaden angerichtet und vermutlich das Kleinhirn getroffen. Es gab keine Hoffnung für sie. Ihr Herz war stehen geblieben. Die Männer hatten sie so gefunden, sagten sie. Ich habe da meine Zweifel, aber in einem kleinen Dorf wie hier ist es besser, öfter mein Auge zuzudrücken. Mir wurde gesagt, dass ich den Totenschein nicht abschicken soll. Die ganze Sache macht mich krank. Oh. Es gibt keine medizinische Erklärung dafür, dass der alte Roser noch am Leben ist. Bei uns Fachleuten sagt man, der einzige Weg, um ihn zu heilen, ist, ihn umzubringen. Nicht so schön. Zu merken? Sylvie Bedon. Alle Symptome deuten in dieselbe Richtung. Sie ist schwanger. Sie will das jedoch nicht wahrhaben. Ich würde wetten, dass der Vater nicht ihr Ehemann ist. Hoffentlich ist es aber nicht Everett Lockhart. Denn dann hätte sie nicht nur ein unnötiges Kind am Hals, sondern auch Syphilis. Hamilton. There was no doubt that the doctor and Hamilton knew each other very well. Hochmütig, unheilbar. Chronische Schmerzen im Fuß. Kann keine langen Strecken gehen. Reich. Davon werde ich ihn irgendwann heilen. Haha. Lustig. Okay. Was ist denn da? Doctors used light reflecting frontal mirrors to look inside the patient's cavities. That was a bit unsettling. But back then, it was pretty much always the case with medicine. Okay. Was ist das? The good doctor. Flanked by his beautiful spouse. Pure happiness, captured on cardstock. Carl recognized this woman's soulful eyes. Was it Dr. Beaupré, who had hit him head-on at the village border? Nobody kills a rich patient to start a revolution. It didn't make any sense. He had to dig deeper still to understand. Luckily, that was Carl Faubert's specialty. Hm. Kartoffeln. Noch mehr Besteck. So, viel finden wir hier, glaube ich, gar nicht. Hier vielleicht noch irgendwas? Oh, da ist Blut. Someone had lost a few liters of blood here. Carl's first thought had been a lumber accident. Someone's hand cut by a saw. Or a hunting accident. In any case, whoever had lost all this blood couldn't have gone far. Perhaps they were already dead. Okay. Na, mehr ist ja nicht zu sehen. Okay, also. Die Tür da hinten kriegen wir leider nicht auf. Und mit Gewalt wahrscheinlich, ne? Einfach ab dem Gewalt. Können wir mal außen rum gehen? Gucken wir mal. Das funktioniert. Irgendwie draußen vielleicht ums Haus gehen kann, dann kommt man irgendwie von der anderen Seite rein. Wir nehmen auf jeden Fall nochmal Holz mit. Wir haben jetzt ja Holz verbraucht. Okay. Bitte die andere Tür benutzen. Hier reingucken können wir auch nicht. Hm. Den Müller mal was. Das Tape. Damit. Wer weiß, wozu man das Tape gebrauchen kann.
Oh, da steht auch noch was drin. Eine Lampe. Achso, wir haben ja. Okay, wir haben ja eine Taschenlampe, also brauchen wir es nicht. Was war das denn? Ah, ist nichts. Gut. Wie man sieht, waren hier auch irgendwie der Wölf oder Bären. Wie beim letzten. Aber viel mehr kriegen wir hier jetzt auch nicht raus. Schade eigentlich. Muss mal kurz reingehen. Kurz rein. Wenn abschließend nicht reicht, das ist auch ein Hinweis irgendwie, ne? Wenn einfaches abschließend nicht reicht. Okay, warte mal, wir haben ja noch. Wir haben ja noch so ein Brecheisen. Aber wir kriegen die Tür auch nicht auf, ne? Anscheinend nicht. Okay, also. Ein Fall von Vandalismus. Und Fall 2-2. Eisiges Geheimnis. Okay, das sind alles so Sachen, die wir natürlich dann weiter nachverfolgen müssen. Aber wir können hier jetzt nicht so viel machen. Gut. Fahren wir weiter. Carl felt like he knew the doctor now. His belongings had spoken lengths about him. But what Carl had heard worried him. Okay. So. So, wir müssen gerade das Handy rückwärts. In die Richtung, ne? Denke ich mal. Aber wir können ganz kurz stehen bleiben. Auf die Karte gucken. Wir sind da, aber wir sind jetzt ein bisschen ab vom Schuss. Aber wir fahren trotzdem mal da weiter. Da kommen ja noch ein paar Häuser. Vielleicht finden wir ja noch was. Schauen wir mal. Muss ja irgendwas zu finden sein hier. Sonst würde diese Straße ja nicht existieren. Ne? Okay, warte mal. Kommen wir doch mal hier rein. Wo wir da hinkommen. Ein Radio hören nebenbei. Oh, lädt er wieder nach. Ja, wieder ein neues Gebiet und dann lädt er nach. Also dieses Nachladen ist. Ah, das ruiniert so ein bisschen diese Atmosphäre, finde ich. Wenn man genau drin ist. Dauert zwar nicht lange jetzt, aber. Finde ich so ein bisschen schade. Ob wir ein paar Leute überhaupt mal finden hier. Bis jetzt sind wir noch keinen Menschen begegnet, außer der den Unfall verursacht hat. Da kommt auf jeden Fall Rauch aus dem Dach. Okay, wir hängen fest. Haus des alten Roser. Okay, mit denen haben wir auch was gelesen. So, wir steigen mal aus. Oh, fahr bitte vorwärts. Da oben hin. Okay, gehen wir raus. Gucken, ob der Roser zu Hause ist. Reingehen können wir zumindest. Oh, mein Benem. Hat er gerade auf mich geschossen? Ich m'attendais pas à ce qu'un étranger retentisse par ici. Moi te dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt et puis bang 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 si ça s'approche. Schön für dich. Si tu veux du linge chaud. Parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles. Wir haben gar keinen. Ja, sorry, würde ganz geil, aber wir haben keinen Wein. C'est encore bon. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. Lustiger Typ.
Darf ich einfach rumstöbern? Stört ihn das gar nicht? Merkwürdig, oder? Muss der nicht sagen, so, ey, könnt mich mit der Waffe doch hier jetzt abknallen. Vois-tu le livre, là? C'est le Wendigo. Ouais, le Wendigo. Le guerrier qui devient un loup pour se venger de sa grosse peine. Et... Ok. Gomme-moi la belle rose la tulipe, qui se donne au yob sur le mercredi des cendres. Fais-tu pas effrayant, je peux te voir, là. Ah, stimmt. Il n'y a aucun exemple, ça. Hé, la Corriveau, Batèche, ça te passe l'envie de te marier, la Corriveau? À Tuette ou ses maris, squeak, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. Hä? Eine Tür noch? Darf ich da reingehen? Ah, ist die Toilette, okay. Ben oui. Peux-tu tout faire en même temps, toi? Was ist hier, Typ? Ja gut, können wir nicht so viel machen. Wer ist das denn da? Oh, la belle pétarade. En 17 que c'était. Et le Kaiser, il se souvient de moi avec ma belle carabine. Bang, bang, que je lui disais. Bang, bang, bang. Oh, le bon temps. Lustiger alter Franzose hier. Okay, hier ist ein Schlüssel. Ja, ja. Ça ouvre la pantie. Prends-la, je m'en fous. Perds ton temps dans mes déchets, tant que tu rapportes du caribou. Okay, Karibu. Kriegen wir den Mantel auch, wenn wir den einfach wegnehmen da? Oder gibt es den nicht? Nee. Okay, wir haben einen Schlüssel für irgendeine Hütte. Ist hier noch irgendwo eine Hütte? Hinten das Ding? Geh mal rüber. Ich dachte gerade, er hätte mir in den Kopf geschossen, als wir da reingegangen sind. Hier ist es auf jeden Fall nicht mehr warm. Was ist denn hier? Das hat seine Ordnung, was liegt da? Karls Inventar ist voller. Eine Axt wäre natürlich, natürlich cooler, ne? Irgendwas anderes? Okay, ne? Wäre irgendwie was wechseln können? Karls Inventar ist voll. Ach, warte, ich habe eine Idee. Pass mal auf. Wir haben unseren Wagen dabei. Ich glaube, man kann da hinten ja Sachen reinlegen. Das machen wir jetzt mal. So, was legen wir mal rein? Wir wollen da mal reinlegen. Was sollen wir denn da reinlegen? Spitzzange? Eisenbahn? Das brauchen wir alles, leider. Legen wir jetzt mit Waffe da rein. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt, oder? Ist es nicht. Das ist immer so schwierig. So. Und dann können wir, glaube ich, ein paar Sachen wieder mitnehmen. Hoffe ich zumindest. Das müsste ja eigentlich der Fall sein. So, können wir die Axt jetzt mit? Yes! An axe. Not too shabby. Carl felt he needed to protect himself. Kaiser mit Taskforce. Also okay. Den Kanister kriegen wir jetzt nicht mit. Müssen wir nochmal. Also irgendwie müssen wir alles mitnehmen, glaube ich, weil sonst wird es ein bisschen eng hier. Pass mal auf. Müssen wir gucken, es geht ja nach Gewicht, habe ich gesehen. Das heißt, wir können ja vielleicht. Ah, zwei Stücke Holz noch dabei. Auch weg. Mach ich alles mit der Aufnahme auch ein mit. So, jetzt haben wir wieder genug Platz hier, oder nicht? Jetzt müsste auch der Kanister doch aufgehen. Den können wir ja auch direkt in den Wagen reinlegen. Wir müssen ohne Axt schwingen, kann ich auch. Yes. So, jetzt nehmen wir den Kasten damit. Okay, mehr ist hier auch nicht zu mitnehmen. Er will ja gerne so einen Wein haben, dann tun wir ihm den mal gefallen. Besorgen wir mal so einen Wein. So, hier drin frieren wir jetzt jedenfalls nicht mehr. Ganz toll. Man sieht wirklich nicht viel, das ist wirklich ein toller Schneesturm hier. Aber es soll uns egal sein. Carl had fed his mind,
but had forgotten the harsh reality that his body also needed nourishment, especially in the dead of winter. Okay, wir müssen ein bisschen irgendwie Essen finden auch noch. Mal kurz auf die Karte. Wie Richtung müssen wir? Die? Nee, doch. Nee, die. Ah, Entschuldigung. Karte weg. Mach mal aus, das Ding. Also das Radio nervt mich so ein bisschen. Dann lieber der einsame Wolf. Wo wir Nahrung finden irgendwo. Ups. Warte. Und das nächste Haus gleich. Da ist schon wieder so ein Kristallkram da. Seht ihr das draußen? Ja, schon mal angeguckt, ne? Maus. Ah. Ja, auf den Bildern immer so Fußspuren mit drauf. Was die bedeuten, weiß ich eigentlich auch noch nicht. Wo sind wir jetzt hier? Okay, wir müssen jetzt hier mit dem Anwesen machen. So, rein da! Die Frage, geht's da rein jetzt? Eigentlich, ne? Da fahren wir noch ein Stückchen und dann da rein. Wir fahren noch ein Stückchen. Karte weg und da hoch. Suchen wir mal das nächste Haus. Muss ja irgendwie. Ach, was? Dieses Laden. Mann, Mann, oh Mann. Irgendwie noch ein Auto? Haus des Patrioten. Okay. Klingt gefährlich. Aber wir müssen so oder so zu ihm hin. Hier wird abgeschossen werden gleich. Aber hier sind schon wieder diese Eisdinger. Ich mach davon auch mal ein Foto. Auch wieder diese Fußspuren drauf. Seht ihr die? Das erleuchtet. Guck mal, wie man da ist. The place looked more like a pigsty than a house. A heavy stench of curdled milk, cheap alcohol and boiled cauliflower filled the air. Rock music invaded the minds of men even in the remotest of places. The man didn't own a turntable though, so there's that going for him. Was liegt da? Dejan Blouin. Seems like that pig had a name after all. Okay, da hängt was. Carl now knew how to quench the drunkard's thirst. Okay. Traditionelles Rezept, also wir können es selber machen. Gut, dann gucken wir, ob wir die Sachen dafür finden. Dann können wir den Wein gegen eine Jacke tauschen. Warum? Ach, er macht das hier selber. Karibut zubereiten. Machen wir seinen Ofen an. Hier hat er einen Ofen. Wirklich? You had to be out of your mind to cook up white whiskey at home. The all-surrounding stench of alcohol alone was probably enough to gas a man to death. Ständer für Gewehre. Na. Na. Nix. Auf dem Geschirr spülen, wenn es noch Frisches gibt. Ja, das stimmt. Ach, guck mal hier. Mal schnell so ein Ding an hier. Wir müssen auf jeden Fall noch irgendwas zu essen finden, dachte ich, aber. Anscheinend finden wir das nicht mehr. Ja, was ist das? Back then, in Africa and elsewhere, people were ready to take up arms to stand against the yoke of English imperialism.
In Montreal, mailboxes were blown up, abductions were carried out, and violent manifestos were distributed to media outlets. But around here, in the great northernmost, all a man could do is curse out loud against a faraway evil and pray for the revolution to arise. That man, by any reckoning, was from that very stock. Okay. Gut. Also wir können auf jeden Fall hier so ein Whisky zubereiten. Uns fehlen allerdings ein paar Zutaten dazu, wie man sieht. Zum Abzapfen fehlt uns auf jeden Fall hier irgend so ein... Was ist das denn hier? Carl knew right away that the owner of this place wasn't a copper collector. No, this was a junkman's base of operations. The guy definitely seemed like quite the expert in scavenging scrap metal, with or without permission, surely. In the right hands, red metal could sell like hotcakes. Also es ist ja über was zu essen. Ich habe auch Hunger langsam, aber irgendwie gibt's anscheinend nichts, was ich ja nehmen kann. Das ist natürlich schade. Auch nichts. Gut. Rezept haben wir. Oder auch noch irgendwas. Müll mal untersuchen. Ja, wollen wir so. Untersuchen. The rag reeked of fermented vomit. Carl wondered how one could bear to live in such gross and horrid conditions. Es gibt bestimmt Leute, die leben immer so. Okay, gehen wir nochmal draußen was untersuchen. Hier werden wir gerade nicht fündig. Vielleicht untersuchen wir mal seinen Wagen kurz. Da haben wir noch mehr Kupfer. Wie man sieht. Aufmachen können wir die aber nicht. Sind nicht da. That truck had obviously seen its share of gravel roads. Carl wasn't a mechanic, but he could easily tell that only the most heartfelt prayer would bring this old beater back from its slumber. With that cold, however, it was more likely that it would wait until next spring to wake up. Kann man wegmachen? Also, wir gehen auch mal aus dem Haus rum. Da hinten ist wohl jemand und ist ein guter Schütze. Naja, wer so dicht dran steht, der muss kein guter Schütze sein. With a homemade shooting range such as this, it wasn't hard to imagine a stray bullet ending its course inside the flesh of an unsuspecting passerby. Granted, Carl thought, there wasn't much in the way of passersby around here. Zigaretten nehmen wir noch mit. Kann man vielleicht zum Tauschen gebrauchen irgendwann. Gehen wir ums Haus rum. Hier drin ist. Nix. Eine Flasche Bier. Auch noch. Ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht gerade weiterkommen. Aber wir müssen wahrscheinlich das nächste Haus auch noch mal abklappern. Wenn wir noch mehr Zutaten finden, auch für unseren Kram. Was rein hier? So, was. Guck mal ganz kurz, was brauchen wir überhaupt? So, Bier, okay, das brauchen wir nicht. Inventar. Leere Flasche, okay. Brauchen wir wahrscheinlich noch was von dem anderen Zeug. Dokumente. War nicht irgendwo das Rezept? Da. Also, weiß nicht, wie zu viel gibt es denn? Sherry für den reifen Geschmack. Okay. Gut. Gut. Ja, wir waren auf dem Weg zum nächsten, zum letzten Haus hier. Wenn wir wissen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, das machen wir erst beim nächsten Mal. Es ist nämlich schon eine halbe Stunde rum. Man glaubt es gar nicht. Irgendwie bin ich ein bisschen versunken in dem Spiel. Es tut mir leid. Aber es macht irgendwie Spaß. Obwohl es ist ja wirklich nicht viel passiert. Aber die Stimmung stimmt irgendwie. Ja, ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal zu. Bis dahin, tschüss.